Die Eltern suchen, die heutigen Eltern, leider Gottes, suchen leichte Wege. Sie möchten sich nicht anstrengen. Sie kommen, kannst du meinen Sohn in die Tora reinbringen? Was bin ich, Zalando oder was? Ja, es ist 3 Tage Lieferzeit, sage ich ihm. Was ist mit dir? Wo bist du in der ganzen Sache? Ja, mein Sohn geht vor, 3 bis 3 Uhr in der Früh. So, dann hast du irgendwas falsch gemacht, mein Freund. Ah, mein Sohn ist ein Kiefer, er macht das, er geht mit diesen Leuten. Dann ist das zu Hause nicht. Das heißt, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht. Es braucht etwas, es fehlt ihm etwas zu Hause. Und das bekommt er zu Hause nicht. Dann hat er das wo? Bei seinen Salam Aleikum Brüdern. Geh nicht gegen das Kind. Das ist kein Weg. Willst du das Kind verändern? Versetz dich in ihren Verstand, in ihren Charakter und in dem Charakter versuch es zu steuern. So steht es geschrieben. Chanoch hanar alpi darko. Techanech hanar, erziehe den Jugendlichen, den Teenie, nach seinem Charakter, nach seiner Natur. Du kannst nicht jedes Kind zu Hause gleich erziehen. Das geht nicht. Bei ihm brauchst du weniger Geduld, bei ihm brauchst du mehr Geduld. Bei ihm musst du was anderes benutzen, bei ihm musst du was anderes anwenden. Ach so, ein Kind, deswegen sage ich, Kinder auf die Welt zu setzen, es muss ein Pfand sein, weil nur mit einem Pfand bist du vorsichtig. Deswegen hat Christoph gesagt, die Kinder sind ein Pfand für dich. Denn wenn das dein Eigentum wäre, hättest du gemacht, was du willst. Dann hättest du gemacht Josef Fritzl oder Natascha Kampusch aus denen. Die Kinder nur eines brauchen, Liebe. Du kannst sie kaufen mit teuren Schuhen, du kannst sie kaufen mit einer Rolex, du kannst sie kaufen, aber das ist nur kaufen. Die Liebe kannst du nicht kaufen. Diese Aufmerksamkeit, die sie benötigen, das heißt, du musst dein ganzes Leben diese Fake-Liebe machen, indem du sie immer verwöhnst. Aber am Endeffekt stellst du die Kinder am Ende gegen dich selber. Wir haben viele Male gesehen, in viele Themen, in viele Fälle, dass die Kinder, die am wenigsten verwöhnt wurden, die anständigsten Kinder rausgekommen sind. Und die Kinder, die am meisten verwöhnt wurden, aus Liebe, es ist nur aus Liebe, es ist nicht aus Hass, es ist aus Liebe, sind die schlimmsten Kinder rausgekommen, die nur rebelliert haben und nur gegen die Eltern gegangen sind, wenn etwas nicht gepasst hat. Wenn etwas nicht, was, ich brauche Geld, du hast niemand Geld gegeben, ich habe kein Geld, du bist nicht, ich hasse dich! Und die gehen. Was für ein Sohn, du Parasit. Nein, du bist ein Parasit. Warum bin ich der Parasit? Ich habe immer gegeben. Das ist das Problem, weil du immer gibst. Das ist keine Liebe. Liebe oder eine Frau. Was? Ich habe meine Frau Rolex gekauft. Ich habe das gemacht. Ich habe ein Haus gekauft. Ich habe das, ein Auto. Wenn das alles du gemacht hast, warum funktioniert die ewig durch? Denke mal nach. Wenn du das alles getan hast und dennoch ist die Ehe bei euch im Eimer, dann ist das, was du getan hast, nicht richtig. Das, dass du ein Hang-on bist und so viel Geld verplempert hast, ist ja in Yan Shelcha. Aber du konntest das alles Materielle rundherum ersetzen mit einem Wort. Ich liebe dich. 3 Wörter.